Trennung nach 40 Jahren. Die Scorpions machen Schluss. Mehr dazu jetzt im Kulturjournal. Guten Abend. Ja, ist es denn zu fassen? Da muss doch jemand sagen, nein, so geht das nicht. Wir brauchen ein Artenschutzabkommen. Wer soll denn sonst diese Lücke füllen? Schlechtes Englisch, hartnäckige Ohrwürmer, Welthits. Gefärbte Haare, Sonnenbrille, Cowboystiefel, das dürfen nur die Scorpions. Keine Chance. Heute starten sie ihre Abschiedstour. Und dafür haben sie nochmal alles gegeben, weiß Barbara Block. Letzte Vorbereitungen vor einer gigantischen Tour. Die Scorpions beim Soundcheck in Hannover. Sting in the Tail, Stachel im Schwanz heißt ihr neues Album. Klingt wie gewohnt aggressiv. Waschechter Rock eben. Geile Riffs, geilen Gesang, Melodien, gute Songs. Das alles trifft hier total zu. Insofern fühlen wir uns auch wieder so wie wir selbst, ohne Umschweif. Eigentlich ist alles wie immer. Die Rockerposen und Lederjacken sitzen noch tadellos. Aber dieses Mal ist doch alles anders. Deutschlands erfolgreichste Hardrock-Band macht Schluss. Man ist ganz realistisch und sagt, wir sind im Herzen jung, aber wir werden älter. Wir wollen uns einfach on top of the game von unseren Fans verabschieden. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn der Hieß das im Fernsehen auftritt, weil ich Angst habe, dass der Rudolf mich anruft und sagt, Klaus, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Was für Shows guckt ihr denn da? Das Ende einer einzigartigen Karriere. 1972 erscheint das erste Album der Scorpions. Die Band ist ehrgeizig, kennt keine Grenzen, spielt schon bald im legendären Club Marquee in London. In Deutschland machen sich Kritiker noch über ihre schlechte englische Aussprache lustig, da rocken die Scorpions in den USA schon in ausverkauften Stadien und Konzerthallen. Die 80er im Zeichen der Skorpione. Wir waren Pioniere und wir haben das vorgemacht und wir geben hier auch ein Zeichen für junge Bands. Das könnt ihr auch, wenn ihr euch nur versteht, wenn ihr der richtigen Philosophie der Freundschaft und nicht nur, ich will Star werden, sondern dass man auch den Weg bis dahin auch richtig lebt und intensiv bewusst miterlebt. Anfang der 90er dann der Höhepunkt. Perestroika, Gorbatschow, Konzert in Moskau. Wind of Change wird zur weltweiten Friedenshymne. Ich denke, wir waren in vielen Teilen der Welt Botschafter, Brückenbauer. Wir waren 88 in Leningrad eine der ersten westlichen Bands, die dort große Shows gespielt haben und haben gesagt, unsere Eltern sind mit Panzern gekommen, wir kommen mit Gitarren. Und Brücken bauen mit Musik, Kulturen zu verbinden im Nahen Osten. Wir haben in Beirut gespielt, kurz nach dem Bürgerkrieg. Wir waren in Tel Aviv oder auch in Kairo an den Pyramiden und haben gesehen, die muslimische Welt rockt like a hurricane. Die deutsche Rock-Nationalmannschaft führt bis heute einen Sieg nach dem anderen ein. Rockhymnen, die man weltweit grölt, nicht nur wie hier in Brasilien. Ich sitze im Auto im dichten Straßenverkehr im Stau in Bangkok und sehe plötzlich einen jungen Mann auf einem Elefanten durch den Verkehr reiten. Ich mache die getönte Scheibe nach unten, wollte mir es genauer angucken. Da winkt er mir zu und sagt, hallo Matthias. Und da dachte ich, jetzt sind wir irgendwie auch in Thailand bekannt. James, let's go to the zoo one more time. Und dennoch soll jetzt Schluss sein? Nach einem Leben in Leder- und Nieten-Vollausstattung auf Megabühnen vor hunderttausenden Fans? The job is done. I go out. Another boring day. Im Moment überwiegt natürlich die Freude an das, was vor uns liegt. Aber wir wissen natürlich auch, dass wenn es wirklich, wenn der letzte Schlussakkord kommt, dann eines Tages, dass das sehr viel emotionaler wird, als wir uns das alle jetzt vorstellen können. Na dann, let's get ready to rock.